Hallo meine lieben Zuschauer, ich bin Andreas und ich heiße euch herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Assassin's Creed Odyssey. So, ich bin ja jetzt hier immer noch auf der Insel Andros. Und hier ist ja auch eine Kultistin. Ja. Und die werde ich jetzt gleich als erstes erstmal platthauen. So, Moment mal. So, jetzt mal. Notiz des Kultisten zur Expedition. Ich habe sie gefunden. In Andros befindet sich die größte und älteste Schmiede der bekannten Welt. Ich verlange Sklaven, Wachen, Schiffe, Drachmen und Metall. Im Namen des Kosmos. Wir werden die größte Waffenkammer der Welt errichten. Ich steche bald in See. Wer segelt mit mir? Lasse die Welt in deiner Schuld stehen. Die Chimera oder wie es auch ausgesprochen wird. So, als Belohnung bekomme ich jetzt hier nur ein bisschen Rüstung, hier war eine legendäre und natürlich wieder so ein Fragment. Und ich will jetzt deswegen erst einmal diese Kultistin platt machen, weil... Da wäre ich. Ja, so, weil... So, fliegen wir mal kurz hier mit Icarus mal ein bisschen dichter ran. Denn ich soll ja jetzt hier diese Tür da öffnen. Moment mal, das... Und ich weiß noch nicht, ich habe jetzt zwar schon ein Fragment von Elpenor, aber ich weiß ja nicht, ob... Moment mal, so. Hier, oder zwei Fragmente habe ich ja sogar schon, ich weiß es gar nicht mehr. Wo habe ich das zweite Fragment? Ach ja, das habe ich ja von den, wo ich da meinen Bruder getroffen habe, wo er da ja einen umgebracht hat, da habe ich das Fragment von dem ja auch aufgesammelt. Gut, dann hätte ich ja noch ein drittes Fragment. Vielleicht brauche ich das ja hier in der Höhle. Vielleicht läuft das dann irgendwie anders ab, wenn man mehr als nur diese zwei Fragmente hat. Deswegen will ich jetzt erstmal losziehen und diese Kultistin da platthauen. So, jetzt lass mal gucken, ob es hier das Land der Beute... Ja, da will ich jetzt im Moment nicht hin. Hier sind irgendwelche Tierchen. Bären. So, gut. Vielleicht mal gucken, ja. Da ist ein Bär. Ja. Oh, was verfolgt mich denn da jetzt schon wieder? Was kommt denn da jetzt schon wieder an? So, was kann ich denn jetzt hier nun einsammeln? Ah. Ach ja, die Quest, um zu verbessern des Rumpfes. Der Rumpf ist Trumpf. Das hat sich doch so erledigt, als ich vom Schiff runtergegangen bin. Und dann für die Bonusfolge ein paar Quests erledigt habe. Oh, du Wilder, ey. Was willst du jetzt von mir? Na gut, dann gibt's heute eben halt schön Wildbraten, ne? Das hatte sich doch erledigt, als ich das Schiff verlassen hatte. Ein paar Quests erledigt habe, ein bisschen Materialien unterwegs eingesammelt hatte und dann wieder an Bord gegangen bin. Dann hatte sich die Quest erledigt, war automatisch dann abgeschlossen und dann war gut. Also ich musste gar nicht da dick was sammeln. So. Ach. So. Los. So, mal ein bisschen schneller hier vorwärts. So, was los hat geht's. Das jetzt hier eben gerade? So, was will er? Ach, jetzt ist er schon wieder. Ach, das wird doch nichts. Ja.
Mann, die sind aber auch. Die sind aber auch garstig, die Viecher. So. Mensch. Oh, da ist schon wieder so ein Bär. Egal jetzt, ich laufe da jetzt hin und fertig. So, jetzt hier nochmal ein bisschen Loot einsammeln. Ah ja, apropos Holz. Ah ja, okay, gut. So. Nochmal kurz abspeichern, falls mir was passiert. So. So, also erstmal diese eine Kultistin da platthauen. Mal sehen, ob das funktioniert. Aber die ist ja eh nur Stufe 17. Müsste eigentlich funktionieren. Das sei natürlich, sie hat eine ganze mega Horde von irgendwelchen Wachen dabei oder was weiß ich was. So, da ist ein Schatz. Da ist ein Gefangener. Da sind ein paar Leute. Wie jetzt? Die hat nur drei Leute dabei? Echt jetzt? Sie plus drei? Sind vier Leute insgesamt nur? Befehlsaber ausschalten. Muss vorsichtig sein. Hier sind viele Wachen. Viele Wachen? Das sind vier Leute. Inklusive Kultistin. Kultistenwache ausschalten. Gefangenenbefreiung. Und Schatz plündern. Gut. So, dann mal sehen, ob ich sie jetzt gleich ab platt kriege. Du Schlemmer. So. Das ging ja einfach. Wo manche Leidenschaft oder Liebe oder Wärme kannten, kannte die Chimaira nur kalte Berechnung. Die Welt wartete nur darauf, von ihr ausgebeutet zu werden. Genau das tat sie im Namen des Kosmos. Ihr nächstes Ziel waren die Artefakte, die in einer Schmiede verborgen waren. Ihre Sklaven würden die versteckten Geheimnisse dieses Ortes entschlüsseln oder ihren Zorn erleiden. So, jetzt hab ich sie ja. So, die ist futsch. Ah. Unentdeckter Kultist. Hinweise gefunden. 2 von 5. So, Moment mal. Es gibt Informationen über die Kultisten in einer attischen Silbermine. Es gibt Informationen über Kultisten in einer attischen Silbermine. Verborgene Gegenstände. Warte mal. Geh dem Hinweis nach, um die Identität dieses Kultisten aufzudecken. Brief an die Chimäre. Chimäre, der Kosmos wird unser glorreicher Weiser zeigen sich erfreut. Der Sklavenaufstand in der Silbermine von Attika wurde niedergeschlagen. Die Leichen werden bald an Pfählen aufgehängt und wir haben die ganze Angelegenheit ausreichend gewalttätig und blutig werden lassen, um jeden Bauern im Land das Fürchten zu lehren. Dafür sollen wir belohnt werden. Das wird auch Zeit. Ich sage, wir schulden uns selbst einen guten Schluck. Lasse die Welt in deiner Schuld stehen. Silbergreif. Okay.
Gut, um den muss ich mich auch noch mal kümmern. So. Also, was für Hinweise haben wir denn zu diesem Kameraden hier? Unentdeckter Weiser, die Silberader. Der Weiser trägt seinen Namen angeblich zurecht. Der Weise ist in den Schiffshandel involviert. Ja gut. Dann muss ich jetzt... So, was haben wir denn jetzt hier? Jetzt habe ich hier drei Stück. Ja, so. Jetzt schleppen wir die Leiche erst einmal hier in das Zelt. Packen wir die einfach mal in die Ecke, damit sie nicht gleich so gesehen wird. Da haben wir den Schatz. Gut. Der ist geplündert. Der schläft. Alles klar, der wacht auch nicht mehr auf. Das hat sich für ihn erledigt. Der kann jetzt gleich weiter schlafen. So, jetzt kann ich auch mal die So. Ja. Das wäre gut. Das wäre schön, wenn wir das... Alt anheuern? Jeder in meiner Mannschaft ist frei und wird gut bezahlt. Auch du, wenn du mit willst. So, dann mal kurz gucken. Jetzt habe ich ihn zwar angeheuert, aber... Gut, ich kann noch drei Leute insgesamt anheuern. So, was macht der denn jetzt hier? Korax, Bootsleute, 4% Feuerwirkung für Wurfschwere, 4% Feuerkraft durch Pfeiltreffer. Alles klar. So, warte mal, jetzt mal... Pfeilschaden, Feuerwirkung, Feuerkraft durch Pfeiltreffer. Gut. So, Kultisten machen aus, Gefangenebefreiung. Ja, alles klar. So, jetzt noch diesen dicken Knüll hier. Pinkelt der da oder was macht der da? Nee, wollte ich doch nicht. So. Gut. Alles klar. Den Ort hier habe ich jetzt also auch abgeschlossen. Gut, Kultist sind tot. Gefangene befreit. Alles andere auch erledigt. Wunderbar. Da kann ich mich jetzt wieder vom Acker machen. So. Ja, was haben wir denn hier so alles? Ja. Ja, finde und betritt das mysteriöse Bauwerk. Da werden wir jetzt mal hinlatschen. Na, ja, reicht hier nicht verfügbar. Gut, dann laufe ich da mal eben halt hin, Herr Gott. Ich laufe sowieso. Ich weiß auch nicht, in solchen Spielen laufe ich lieber gerne zu Fuß, als ständig mit einem Reittier durch die Gegend zu rein. Ich weiß auch nicht warum, aber ich laufe gerne lieber zu Fuß. Obwohl das dann auch länger dauert und so, aber das ist mir ganz ehrlich gesagt, steht egal. Auch bei Skyrim, da bin ich auch viel lieber zu Fuß gelaufen, als mit einem Reittier. Ich weiß nicht, ich finde es einfach schöner, zu Fuß zu gehen. Denn oftmals, wenn ich auf dem Pferd sitze, übersehe ich irgendetwas und ich weiß nicht, ich mag das einfach lieber. Tut mir nur leid für euch, dass das für euch jetzt vielleicht langweilig ist oder zu langweilig, weil ich dafür länger brauche für die Strecke von A nach B, als es mit dem Reittier der Fall wäre. Aber
tut mir leid, aber ist mir schnuppe. Oh, da kommt schon wieder so ein Vieh an. So, aber eins muss ich jetzt nochmal ganz kurz nachgucken. Ja, nicht nur jetzt wegen dem Inventar, denn der hat ja eh nichts, was ich gebrauchen kann. Ne? Nein, was ich jetzt aber ganz kurz nachgucken wollte, ja, Moment mal, oder war das hier? Die Hinweise nach Identität. Ja, die Hinweise zur Identität. In einer attischen Silbermine. So, jetzt ist so die große Frage. Diese attische Silbermine. Ich nehme an, dass das hier irgendwie... Prinz von Persien? Nee. Ist auch nur so ein Söldner, den kann ich eigentlich auch jetzt mal lassen, aber sicher versuchen, wenn ich den über den Weg laufe, platt zu hauen. Ja, jetzt weiß ich nicht, wie kann man jetzt sehen, wo diese Silbermine ist? Nun gut. Egal. Moment mal. Was ist denn da auf der Karte jetzt markiert? Achso, da hatte ich hier aus Versehen eine Markierung gesetzt. So. Weiter geht's im Text. Oh, gleich zwei Bären. Oh nein, nein, nein. Das war dieser komische, eine seltene Metall. Aber ich habe jetzt keine Lust, mich mit zwei Bären gleichzeitig anzulegen. Mal gucken. Okay. Okay, gut, die waren ja schon irgendwie geschwächt oder keine Ahnung. So, aber hier war noch eben gerade so ein komisches Metall. Ah ja, da. Nee, war Eisenbrocken. Nee, nee, da war irgendwie noch so ein anderes. Das... Ich meine, das war dieses seltene Metall, dass man bei dem einen Händler... Gott, wie heißt das jetzt nochmal? Nee, warte mal. Hier, das hier. Orchalkos-Erz oder so ähnlich. Meine ich, war hier irgendwie... gerade zu sehen. Ich finde das immer scheiße schwer zu erkennen, wo denn jetzt hier endlich mal was ist. Man hört das wohl immer klimpern. Aber ich kann das jetzt ganz ehrlich gesagt nicht erkennen, wo das jetzt ist. Also das haben sie, finde ich, ein bisschen... da habe ich mich wohl doch geirrt. Mit diesem Metallerz. Ja, da hinten, da ist hier so ein Baum, ja. Oh nein, nicht schon wieder so ein wilder Eber, ey.
So. Egal, so, jetzt geht's weiter im Text hier. Ich meine, das war doch so ein Metallerz. Es ärgert mich, dass ich das jetzt nicht gesehen habe. Ich bin da vor den Bären ja weggelaufen. Aber das war ja gleich bei dem, wo die standen. Ach, Kacke. Naja, muss ich vielleicht nochmal später zurück nochmal gucken gehen. Oh nein, 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 auch nicht schon wieder. Und nicht noch einer. So. Mann, hier laufen auch ein paar Plagegeister rum. Das ist furchtbar. Ich will ja nur mal in Ruhe so einen unbekannten Ort da von einer alten Zivilisation erforschen und ständig wird man von irgendwelchen Monstern angegriffen. So, da sind wir ja nun endlich. Und da unten ist die Tür. Jetzt muss ich dann nur noch mal hier runterkommen. Ohne gleich ja, was weiß ich, was ins Gras zu beißen. So. Alles klar, aber es wird auch nochmal abgespeichert. Na ja, bin ich erstmal gespannt. Ist das eine Tür? So etwas habe ich noch nie zuvor gesehen. Na gut. Mal sehen, was... Mal sehen, was jetzt kommt. Wie kommt man da nur rein? Ich frag mich, ob... Wer ist da? Zeig dich! Mit Zögern bringst du dich nur schneller. Ins Grab. Ich weiß, Martha. Du wirst immer besser. Und dein Wille ist stark. Doch du handelst nicht. Das wollte ich ja. Ich weiß. Aber es sind die Augenblicke dazwischen, die entscheidend sind. Du bist dran. Leonidas Speer. Du bist jetzt alt genug. Der Speer meines Vaters bringt eine Bürde mit sich, aber du bist bereit. Gespürt. Ja? Der Speer ist voller Magie. Er entstammt einer Dynastie der Macht. Eine Linie von bedeutenden Helden desselben Blutes, das in deinen und meinen Adern fließt. In unserer Familie. In uns allen? Denk an Leonidas. Er hatte sehr viel Mut. Und er hat ein großes Opfer gebracht. Sein Blut ist dein Blut. Und auch seine Kraft. Wir sind in der Lage, bestimmte Dinge um uns herum wahrzunehmen. Das ist die Gabe unserer Familie. Aber das kann nicht jeder verstehen. Manche erkennen die Macht, die wir in uns tragen, und wollen sie nur für sich. Sie werden versuchen, sie uns zu nehmen. Das lasse ich nicht zu. Ich weiß. Du bist eine Kriegerin. Wenn wir weitergehen, immer weitergehen, sind wir unbesiegbar. Ein Sturm zieht auf. Dann sollten wir jetzt vielleicht weitergehen. Martha, ich habe dich nicht vergessen.
Also, dass Cassandra die Enkeltochter von Leonidas ist, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich wusste zwar, dass sie die Nachfahren von Leonidas sein soll, aber die Enkeltochter, das hatte ich jetzt so nicht erwartet. Ich dachte vielleicht eine entfernte Verwandte oder um fünf Ecken oder irgendwie so. Bei den Göttern, wer hat all das erbaut? So, jetzt habe ich aber ganz ehrlich gesagt eigentlich auch erwartet, dass Herodotos irgendwie auf einmal auftaucht. Und dass er mit mir jetzt zusammen reingeht oder irgendwie sowas in der Richtung. Aber erkunde die Höhle. Ja, okay, gut. So, dann laufen wir uns hier mal rein. Wie ist sowas überhaupt möglich? So, guter Architekt, ne? Aber die Inneneinrichtung. Aber die ist beschissen. Inneneinrichtung, also Innenarchitekten hatten sie nicht gerade den guten. Das sieht hier ja nicht aus. Hier fehlt es an allem. Blumen, Licht, Möbel, Internet. Wie könnte ich sowas jemandem wie Markus erklären? Gar nicht. Kein Fernseher, kein Radio, keine Mikrowelle, nichts. Nur viel Glitzerkram. Hier und da. So, jetzt die große Frage. Da drüben leuchtet etwas. Hier leuchtet überall was. Ich nehme mal an. Dass das gemeint. Na, dann wollen wir mal. Schmiede aktiviert. Synchronisiere konstante Nullübertragung. Kontakt aufgenommen. Oha. Dimas. Die Schmiede. Ich wusste es, ich habe dich zu lange im Animus gelassen. Deine Vitalwerte sind abgestürzt. Du verstehst das nicht, das bestätigt es. Cassandra hat ISO-Technologie nicht nur besessen, sie konnte sie sogar verbessern. Stell dir vor, wie mächtig dieser Stab sein könnte. Ich gebe zu, das wäre ein unglaublicher Fund. Nur im Moment bin ich die Ärztin und kümmere mich um dich. Und jetzt ruh dich aus, bevor du zu Cassandra zurückgehst. Sag mir nicht, dass ich mich ausruhen soll. Du hast recht, ich brauche eine Pause. Ja, lieber eine Pause machen, bevor es irgendwie bleibende Schäden oder sonst was hinterlässt. Wenn du drauf bestehst, aber nur, weil ich draußen noch etwas zu tun habe. Bitte krieg einfach den Kopf frei. Das Letzte, was wir brauchen, ist, dass die Leiterin unserer Zelle uns im Sicker-Effekt aufspießt, weil sie uns für Hethiter oder Thraker hält. Tu ich nicht, aber Thraker feiern tolle Partys. Vergiss nicht, wir sind ein Team. Wir halten dir den Rücken frei, bis die Untersuchung abgeschlossen ist. Ich weiß. Kyoshi hat gestern das Loft gesichert und hält die Augen offen. Elena steht bereit für historische Recherchen. Und sprich mit mir, falls du nach einem Animus-Aufenthalt verwirrt bist. Ganz die Therapeutin. So, Frau Doktor, wie fühlst du dich jetzt, wo der Stab zum Greifen nahe ist? Ich glaube, dass dieser Stab wichtig ist. Aber Templer und Assassinen haben schon früher Edenstäbe gefunden. Nikolai Tesla hat einen in Russland gesprengt, wenn ich mich recht entsinne. Das ist was anderes. Wenn es stimmt, was ich in Ägypten sah, kontrolliert dieser Stab nicht den Verstand, sondern die Physik. Stell dir vor, wir könnten die Regeln des Universums umschreiben. Der Speer, den du gefunden hast, ist hier und er macht gar nichts. Der Speer gehört zu einer Blutlinie. Leonidas, Cassandra und Deimos. Ich meine Alexios.
Sie hatten eine spezielle Verbindung zu ihm. Bist du denn sicher, dass du den Hermesstab benutzen kannst? Nein, aber wenn die Templer ihn kriegen, suchen sie so lange, bis sie jemand finden, der es kann. Und? Was hältst du von meinem neuen Animus? Du meinst unserem neuen Animus? Das ist Abstergo-Equipment. Dessen Innenleben ich bis ins kleinste Detail modifiziert habe. Es ist ein Prototyp der Brayman-Version mit optimierten Ein- und Ausgabemöglichkeiten. Ultraportabel mit mehr Rechenpower als die NASA und CERN zusammen. Ich mach kurz Pause. Schade, dass wir keinen Zugang mehr zum Fitnessraum haben, oder? Die Mitgliedschaft ist zu teuer. So, was soll ich denn jetzt hier nun machen? So, jetzt wird das mal abgespeichert. So, was mache ich denn jetzt hier? Entschuldigung, mein Fehler. Faszinierend. Leila, ist es zu glauben, dass wir Herodotos persönlich treffen? Ist es. Und er redet ziemlich viel. Kann ich dir bei irgendwas helfen? Passt das, was ich gesehen habe, zu deinen Recherchen? Ich musste den Animus anpassen, um das Buch als Referenz nutzen zu können. Dieses Buch ist ein verlorenes Werk von Herodotos. Er hat quasi das Konzept der Geschichtsschreibung erfunden. Und andere Persönlichkeiten passen auch. Kleon, Perikles, die Möglichkeit, die Geschichte selbst zu erleben. Deshalb bin ich bei den Assassinen. Für die meisten ist es wohl Gerechtigkeit oder von Dächern springen. Aber Geschichte ist auch cool. Ich liebe Geschichte, seit mein Opa mir Geschichten über seinen Opa in Irland erzählt hat. Er war ein Seemann und Abenteurer, also setze ich quasi die Familientradition fort. Ich hatte so ein Glück. Man schafft sich sein Glück selbst. Warum sagen mir das immer alle? Also ich traf Herodotos, aber ich weiß nicht viel über ihn. Er ist brillant. Seine Historien gelten als das wichtigste Werk über das klassische Griechenland. Leute haben Karriere gemacht, nur weil sie seine Worte neu interpretiert haben. Ihn in seiner Welt zu sehen, durch seine Polis zu gehen und... Tut mir leid. Er ist so eine Art Held für mich. Lass das Fangirl ruhig raus. Yay! Ich lass dich mal arbeiten. Wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Gut, dann erkunden wir hier mal die anderen Sachen. Ob ich mehr jetzt habe? Oh. Regnerisch 15 Grad Celsius, E-Mail, Medien. Ah, da mache ich ein andermal jetzt so. Der Mittelpunkt des Universums im Altertum. Ja, gut. Was haben wir hier? Adler sind prima, aber interessierter Affe wäre noch cooler. Naja, interessierter Affe. So, Moment mal jetzt. Also, da gehe ich jetzt wohl in den Animus zurück. Ich frage mich, ob die Fries London wiedererkennen würden. Ich meine, ein Dach ist ein Dach. Wie läuft es da draußen? Gut. Keine Gefahr in Sicht. Schön, wieder mit dir zu arbeiten. Ja, unsere Arbeitsweisen sind kompatibel. Bist du noch sauer wegen des letzten Zusammenstoßes mit Abstergo? Es tut mir leid, mir war nicht klar, wie steil diese Hügel in Quebec sind. Aber hey, deine Yakuza-Reflexe haben uns gerettet. Sorry, Ex-Yakuza. Wir leben noch und unsere Wunden sind verheilt. Das ist alles, was zählt. Ganz genau. Ich kehre in den Animus zurück und folge Herodotos Spur, um den Stab zu finden. Aber es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Entscheidungen. Man kann nie wissen, welche richtig sind. Du hast eine der Bruderschaften geleitet. Was würdest du tun? Einen Schritt nach dem anderen. Beobachte, dann handle. Oder bring alle um und durchsuch sie nach Antworten. Deine Wahl. Danke für die Rückendeckung, Kiyoshi. Ich lass dich mal arbeiten. Ich melde mich, falls Abstergo auftaucht. Gut. So, was haben wir denn jetzt hier?
Sieht aus wie Third Echelon. Oder war es Fourth? Schade, dass wir gehen mussten, ohne Karibu zu trinken. So, was haben wir denn jetzt hier? Ein Abstellraum? Oder, ja, so ist eine Art. So. Ja, jetzt mache ich hier erstmal einen Cut. Im nächsten Part gucken wir uns hier mal die ganzen, den Laptop mit den E-Mails und das alles an. Das mache ich aber nicht jetzt. Da habe ich das Ganze gesagt, nur mit keinen Nerv drauf. Jetzt wird nochmal abgespeichert. So. Wie gesagt, ich mache jetzt hier einen Cut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da und seid das nächste Mal einfach wieder dabei. Bye, bye.